Fernando Francesco d'Avalos, Marchese di Pescara und Vizekönig von Sizilien war Feldherr Kaiser Karls V. und Befehlshaber der kaiserliche spanischen Truppen in den Italienfeldzügen. Leben. Im Alter von 6 Jahren wurde er mit der Tochter des Condottiere Fabrizio Colonna verlobt, welche er am 27. Dezember 1509 in Ischia heiratete. Seine Gemahlin Vittorie Colonna wurde eine berühmte Dichterin. Seine Eigenschaft als Adliger in Aragon und Neapel sicherte ihm die Unterstützung von Ferdinand von Spanien. Avalos wurde 1512 als Führer einer leichten Reitereinheit bei Ravenna von den Franzosen verwundet und gefangen genommen. Kurze Zeit später aber wieder freigelassen, da einer der vornehmsten französischen Heerführer, der Italiener Gian Giacomo Trivulzio, der an Avalos Hochzeit teilgenommen hatte, ihm die Freilassung gegen ein Lösegeld von 6000 Dukaten ermöglichte. 1513 kämpfte er mit Auszeichnung unter Raimondo de Cordova bei Vicenza und führte im Gefecht bei Motta am 7. Oktober 1513 die kaiserliche Infanterie. Avalos schlug die Venezianer unter Lautrec und eroberte 1521 Mailand. 1522 kämpfte er siegreich gegen die französischen Truppen bei Bicocca. Als Karl V. statt seiner Prospero Colonna zum Oberbefehlshaber ernannte, fühlte Avalos sich übergangen und begab sich nach Valladolid, um sich persönlich beim Kaiser zu beschweren. Karl V. beschwichtigte den zornigen General und versicherte sich seiner Loyalität. Als Franz I. 1525 erneut in Italien einmarschierte, erhielt Avalos vom Kaiser persönlich den Auftrag, die Franzosen aus Norditalien zu vertreiben. Trotz aller Widrigkeiten, Mangel an Sold und Nachschub gelang es ihm, im Januar 1525 den französischen Vorposten bei San Angelo einzunehmen und deren Verbindungslinie zwischen Mailand und Pavia zu trennen. Am 24. Februar 1525 führte er in der Schlacht von Pavia einen verwegenen Angriff von Arkebusieren und Reitern und trug damit entscheidend zum vernichtenden Sieg über die Franzosen bei. Nach dem Sieg durch eine erneute Verwundung wieder auf das Krankenlager gefesselt, wurde er endgültig zum Obergeneral der kaiserlichen Armee in Italien ernannt. Im irrtümlichen Glauben, Avalos sei bei Kaiser Karl in Ungnade gefallen, versuchte Girolamo Morone, Sekretär des Fürsten von Mailand, den Feldherrn zu überzeugen, Italien von Franzosen, Spaniern und Deutschen endgültig zu reinigen und versprach ihm dafür den Thron. Mehrere italienische Fürsten, so Papst Clemens VII. Und Herzog Francesco Maria Sforza von Mailand, suchten Avalos ebenfalls auf und versuchten, ihn zur Verschwörung zu gewinnen. Pescara blieb jedoch loyal und ging nur scheinbar auf diese Pläne ein, um die Einzelheiten anschließend dem Kaiser Karl V. zu berichten. Fernando Francesco d'Avalos, Marchese di Pescara, starb an den Folgen seiner Kriegsverletzungen am 30. November desselben Jahres. Er liegt in San Domenico Maggiore bei Neapel begraben. Da er keine eigenen Nachkommen hatte, vererbte er seine Titel und Lehen an seinen Neffen Alfonso d'Avalos, Marquess del Vasto, ebenfalls ein kaiserlicher General. Fortleben. Konrad Ferdinand Meyer verewigte das politische Schicksal des Fernando Francesco d'Avalos in der Novelle Die Versuchung des Pescara.